Aber kommen wir mal von Total War zurück zu Let's Plays. Denn ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, wie und wo, habe ich von dem Absoidus erfahren, von seinen Let's Plays, und habe mir angefangen, die anzugucken. Vor allem wegen Shogun 2, glaube ich sogar. Weil er da ja auch eins zu hat und ich das eigentlich ganz interessant fand und mir dann auch deutsche Let's Plays dazu angucken wollte. Kurz bevor ich da selbst meins angefangen habe. Und ja, habe halt einfach mit ihm auch mal Kontakt aufgenommen. Das Schöne ist, dass er ja, das sind Tacken, also von Abonnentenzahlen Tacken mehr als ich, hat da, aber trotzdem noch recht klein im Endeffekt, vielleicht so ist Let's Play, was das Schöne ist, dass man mit ihm halt auch mal quatschen kann. Genauso wie mit auch ein paar anderen Leuten. Wo man mit anderen Let's Playern einfach mal zu tun hat, weil, ganz ehrlich, welcher Let's Player kann sich schon realistische Chancen drauf machen, dass er mal mit Gronkh oder so quatschen kann, weil der hat halt viel zu tun mit seinem eigenen Kram und tausend kleinen Zuschauern, die ihn jeden Tag behelligen und etwas wollen. Da hat man kaum eine Chance, was zu machen. Und deswegen ist es, finde ich zum Beispiel, Absoidus ganz cool, weil mit dem, ja, schreibe ich halt ab und zu und wir planen zum Beispiel das Let's Battle zusammen, was wir wollen, wo man halt auch einfach mal dazu kommt, was zu machen mit anderen Let's Playern. Ich habe ja auch mit ein paar anderen was gemacht, mit Vaiziri habe ich das in Borderlands versucht, wobei Borderlands habe ich in meinem Rückblick bisher ganz vergessen, fällt mir gerade mal so ein, da kann ich gleich noch drauf eingehen, aber da kann man, mit solchen Leuten kann man halt auch mal schön was zusammen machen. Das finde ich eine sehr angenehme Sache. Und mit Absoidus kann man sowieso eigentlich ganz gut quatschen. Das läuft ganz ordentlich. Und der hat auch netterweise mich gestern darauf hingewiesen, dass es das Total War Shogun-Erweiterung geben wird. Also, das ist ganz angenehm. Und das ist, ja, ist noch gar nicht so lange, dass ich mit so vielen Let's Playern zu tun habe. Ich glaube auch erst seit November oder so. Das finde ich auch eine der schönsten Sachen am Let's Play, dass man ja mit Let's Playern und mit Zuschauern so viel Kontakt hat. Mittlerweile, ich habe zwar jetzt nicht die umwerfend großen View-Zahlen, aber dafür sind die Anzahl an Kommentaren unter meinen Videos meistens ganz gut. Deswegen, das finde ich mir sehr schön. Dass man sich, als ich heute online gekommen bin, hat mir YouTube angezeigt 4 neue Kommentare. 3 davon waren, glaube ich, bei meinen Videos und 1 war bei einem anderen Video von jemand anders, wo ich was kommentiert hatte. Und das ist halt, finde ich, mit das Coolste am Let's Plays machen. Ich meine, ich kann hier ewig sein, vor dem Computer sitzen und euch zulabern. Aber wenn ich dann auch Reaktionen bekomme und da ja Gespräche entstehen, ist das im Endeffekt eigentlich das Coolste. Und ich mache jetzt mal eine kurze Pause, um meine Nase zu putzen. Wir sehen uns, ich bin quasi gleich wieder da, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Der Zinken ist gebändigt. Der Hals kratzt noch ein bisschen, aber das kriegen wir sicher gleich auch wieder hin. Und ich glaube, ich war gerade dabei, mich darüber zu freuen, wie viele Kommentare ich eigentlich immer bekomme. Was immer noch für mich der Hauptgrund ist, hier Let's Plays zu machen. Anfangs war es so ein, ich probiere das mal aus, weil es Spaß macht und lustig aussieht. Dann war es ein, eigentlich möchte ich gerne mehr Aufrufe bekommen, weil das ist halt schon schön, wenn man sieht, wie viele Leute Videos sehen und Interesse daran haben. Ich freue mich auch immer noch über Aufrufe, wenn ich irgendwie sehe, bei meinen Draft Fortress Videos, wie viele da zusammengekommen sind, da freue ich mich jedes Mal. Aber, ja, doch, ich kann echt mittlerweile sagen, ich mache es vor allem wegen den Kommentaren oder den Gesprächen, die dadurch entstehen, weil das ist, selbst wenn nur 10 Leute meine Videos sehen, aber ich dafür mit allen 10 ein bisschen schreiben kann, macht das halt deutlich mehr Spaß. Das ist einfach schön und das war auch der Grund, weswegen ich im Plauderstündchen gesagt habe, ich gehe jetzt mal hin und zeige dann auch mein Gesicht dabei, weil es ist halt immer ein Unterschied, ob man mit einem Bild von einer kleinen Ratte redet oder mit jemandem, wo man weiß, wie der aussieht. Und vor allen Dingen ist es noch nicht mal, das Bild von der Ratte ist noch nicht mal meine eigene Ratte, sondern was ich damals einfach mal im Internet gefunden habe und unheimlich cool fand. Und dann war das schon, denke ich mal, der richtige Schritt, dazu sagen, so, hier sieht man mich. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit, wie ich vorhin festgestellt habe, aber ganz das Borderlands vergessen, da können wir gleich mal zukommen. Ich verkaufe hier gerade mal Sachen, dann können wir auch gleich ein Turnier machen. Das heißt, ihr seht hier im Endeffekt eigentlich ein bisschen mehr, als ihr dazu hört, weil ich eigentlich momentan gar nicht über das Spiel rede, sondern eigentlich nur versuche, ein paar Banditen immer wieder zu finden und dazu zu kommen, meinen Charakter zu leveln, denn der hat das mal bitter nötig, wenn wir dann irgendwann dazu kommen wollen, dass wir mal König werden wollen. Da muss ich doch auf jeden Fall noch besser werden. Und jetzt weiß er auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich noch mehr Leute mitnehmen kann. Das ist das Hauptproblem, dass ich einfach nur eine zu kleine Truppe habe. Und Masse ist dann das Entscheidende. Aber naja, kommen wir zurück zum Gelaber. Was hier passiert, sieht man hoffentlich nebenbei noch gut genug. Borderlands wollte ich darauf eingehen. Borderlands ist an sich ein Spiel gewesen, wo ich da, als ich es bekommen habe, dachte, hey, mir
geholt habe, dachte, hey, das ist ein cooles Spiel. Das kann ich, glaube ich, lange spielen. Und habe dann angefangen und gesagt, so, ich mache ein Let's Play dazu, nachdem ich es einmal durch hatte. Habe dann aber irgendwann im Let's Play festgestellt, also habe beim Spielen schon festgestellt, dass es Stellen gibt, die ich eher langweilig fand. Dachte aber so, ja, kriegt mal wohin. Habe dann aber das Problem gehabt, dass Let's Plays technisch jetzt nicht ganz super war. Und man im Endeffekt noch leben kann. Aber was ich dann auch gemerkt habe, dass das auch der Spaßfaktor da deutlich runtergegangen ist. Ich weiß nicht mehr, wie viele Parts ich gemacht habe. Ich glaube nicht so viele. Und dann hatte ich einfach auch keine Lust mehr drauf. Und das war auch von der Aufrufszahl jetzt nicht so groß. Also die Aufrufe, die ich bekommen habe, waren teilweise doch recht gering. Es gab ein paar Leute, die es interessiert haben, wie zum Beispiel Vaziri, der das begeistert damals geguckt hat und der dann auch angeboten hat, so, hey, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, das alleine zu machen, wir können noch ein Together draus machen, dann spiele ich mit. Haben wir dann ja auch versucht für ein bisschen, lief aber grafisch noch schlechter und war bei mir auch zeitlich irgendwann schwierig, sodass ich dann irgendwann in Borderlands habe fallen lassen. Eigentlich schade, weil das Spiel gut gemacht ist, aber es hat halt einfach zu viele Durststrecken, wo man sich denkt, oh, langweilig, ich mache ja jetzt jedes Mal das Gleiche und die Story ist jetzt auch nicht so der Oberhammer. Währenddessen muss ich hier gerade um mein Leben kämpfen, ob wir diese Typen hier noch einen Platz bekommen. Was mit einer Einhandachse jetzt nicht gerade so toll ist. Wenn das nicht klappt, sind wir gleich schon wieder raus aus dem Turnier. Ah, den haben wir erwischt. Sehr schön, brauchen wir noch einen. Ja, zurück zu Borderlands. An sich auch, ich glaube auch eins der Spiele, das ich auf jeden Fall viel gespielt habe in der ersten Zeit und was dann Dauerenttäuschung wurde, wo ich auch bei anderen Leuten dann einfach mal angefangen habe, es als Let's Play zu gucken, aber auch da mich nicht dazu durchringen konnte, das länger zu sehen, obwohl die von Anfang an irgendwie eine Together daraus gemacht haben, und was halt meistens schon ein bisschen spannender ist und jetzt bin ich auch noch gleich verreckt. Aber ich bin noch in der nächsten Runde Glück gehabt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Also, war halt auch eins der Spiele neben Dynasty Warriors, wobei Dynasty Warriors eigentlich noch schlimmer war, wo ich sagen muss, das war als Let's Play eher ein Fehlgriff. Finde ich jetzt aber an sich jetzt nicht so schlimm. Also klar, ich habe mich dann darüber geärgert, dass es nicht so viel Aufrufe gab. Aber, im Endeffekt muss ja auch ich erstmal herausfinden, was ich spielen will und kann. Wenn es bedenkt, ich mache das ein halbes Jahr, diese Let's Plays, das ist jetzt nicht so lange. Da herauszufinden, welche Spiele ich gut präsentieren kann, ist ja was ganz anderes, ist recht schwierig. Ich habe schon lange meine Spiele, die ich gut spiele. Ich bin eigentlich begeisterter Rollenspiele-Spieler und Strategiespiele-Spieler. Ganz viele Spiele-Spieler, haha. Und Strategiespiele bringe ich ja mehr oder weniger hier ein, mit zum Beispiel Mount & Blade, was ja eigentlich schon ein Strategiespiel ist, mit Dwarf Fortress und auch mit noch ein paar anderen Sachen. Aber Rollenspiele habe ich ja fast gar keine hier, weil das zum Beispiel Spiele sind, wo ich mir denke, dass ich sie nicht gut präsentieren kann. Und auch nicht wüsste, welches ich dafür nehmen sollte. Das Einzige, wo ich Lust drauf hätte, habe ich A, gerade nicht hier liegen, weil ich es verliehen habe. Und B, kriege ich das nicht aufgenommen. Weil das technisch so alt ist, dass das nicht gut geht. Aber, deswegen ist das zum Beispiel etwas, was bisher ausgefallen ist. Und ich für die, ja, bei Mass Effect habe ich mich ja schon darüber beklagt, dass ich dir die Nebenquests so langweilig fand, dass ich es einfach nicht mehr weiterspielen wollte. Andere große Spiele wie Dragon Age habe ich gar nicht erst gespielt. Weil ich es einfach nicht begeistert fand. Das ist für mich ja nicht die Art von Rollenspielspielen, wie ich sie gerne gespielt habe. So die liebsten Rollenspiele, die ich gespielt habe, sind meistens 10, 20 Jahre alt. So die Might and Magic-Reihe fand ich zum Beispiel großartig, bis es zum 9. Teil kam. Der war ein Griff ins Klo. Lands of Lore war ganz großartig. Die alte DSA-Reihe, falls jemandem das noch was sagt. Da waren auf jeden Fall viele gute dabei. Das ist mehr so die Art, wie ich die gespielt habe. Morrowind fand ich auch ganz gut, konnte ich aber nicht durchspielen. Aber naja, das ist, bevor ich da jetzt schon wieder anfange abzuschweifen, das ist halt so, ja, einer der Gründe, weswegen ich hier zum Beispiel noch fast nie Rollenspiele gespielt habe. Ich habe mir dazu ab und zu Sachen überlegt, konnte die bisher aber, ja, mich noch nie dazu durchringen. Vielleicht kommt das aber nochmal. Ich habe hier zum Glück noch Zeit. Und da in diesem Prozess zu merken, was ich eigentlich gut kann, ist halt, waren Spiele wie Borderlands und Dynasty Warriors, ja, quasi der Beweis dafür, was ich nicht gut spielen sollte, und im Gegensatz dazu zu Sachen wie Dwarf Fortress Spiele, die ja doch, Dwarf Fortress, habe ich sogar das gesagt, was ich meinte, Spiele, die gut ankamen und die ich auch wohl ewig noch weiter präsentieren kann. Muss zwar irgendwann wahrscheinlich irgendwann mal wieder eine Pause sein, um, damit mir das Spiel nicht total überdrüssig wird, aber das ist halt etwas, was man immer gut machen kann. Und das sind halt auch Sachen, die ich im Endeffekt, wo das Let's Play für mich deswegen noch spannend ist, weil ich selbst noch lerne, was ich da gut machen kann und was halt eher nicht. Ja, und wo war ich jetzt eigentlich in meiner zeitlichen Einordnung? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich laber hier einfach drauf los. Das endet meistens dazu, dass ich mich irgendwann verlaufen habe und anfange über andere Dinge zu reden, damit ich weiterreden kann. Aber irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja, genau. Ich habe dann November hatten wir darüber geredet, dass der ganz gut wurde. Dezember wurde im Endeffekt noch ein bisschen besser. Da habe ich am 11. Dezember die 100-Abonnenten-Grenze geknackt. Das war, als ich angefangen habe, pendelte sich recht schnell so ein, dass ich täglich 1 bis 2 Abonnenten bekommen habe. Im Oktober sah es dann so aus, dass ich teilweise alle 3-4 Tage mal überhaupt einen Abonnent bekommen habe, weil sich alles weniger wurde und damit die Beliebtheit weniger wurde. Und mittlerweile pendelt sich das wieder so ein, dass so alle täglich im Schnitt ein Abonnent dazu kommt, was ganz cool ist, weil das Abonnent an sich heißt es bei YouTube immer, alle legen nur Wert auf Abonnenten. Was oft auch übertrieben viel gemacht wird, aber tendenziell heißt jemand, der mich jetzt abonniert, jemand, der auch ziemlich sicher Interesse daran hat, meine Videos zu gucken. Und das nicht nur aus Langeweile, man eben auf den Abo-Knopf gedrückt hat, sondern sich da halt auch jetzt gerade für interessiert und sich da hoffentlich auch noch mehr meiner Videos angucken will. Klar kann es sein, dass der das dann in einem Monat oder sowas alle Videos durch hat, die er sehen wollte und dann nicht mehr guckt, dass Abo dementsprechend dann eigentlich nicht mehr interessant ist. Aber wenn mich jetzt gerade jemand abonniert hat, ist das für mich ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass Leute auch jetzt gerade meine Videos gucken. Dementsprechend freue ich mich da eigentlich auch schon ganz gut drüber, auch weil die Abozahl jetzt im Endeffekt keine Aussage darüber trifft, wie viel Aufruf ich habe, denn die Aufrufzahl ist in letzter Zeit recht gut konstant, sodass alle meine Videos zumindest so weit Aufrufe bekommen, dass ich damit zufrieden bin. Mich da bei kaum etwas zum Ärger sind. Ab und zu mal so, bei Shogun oder bei Bloodborne-Folgen dabei, wo ich mich darüber wundere, dass sie doch recht wenig Aufrufe bekommen. Dafür kriegen die dann erstaunlicherweise aber meistens Kommentare oder Daumen hoch und das macht das dann wieder weg. Da wundere ich mich dann nicht mehr so. Das ist halt eine Sache, wo auch, obwohl die Abonnentenzahl eigentlich momentan ja schon steigt, die Aufrufzahl eigentlich recht ähnlich bleibt. Zumindest so, wie ich das schätze. Es kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber es ist jetzt nicht so, dass das bei quasi jeder, der mich automatisch abonniert, heißt, dass in jedem Video automatisch ein Aufruf mehr drin ist, was ich habe. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, so, dass momentan meine Videos nach einer Woche irgendwie von ein Drittel bis der Hälfte der Zahl meiner Abonnenten gesehen wurde. Das ist ganz gut, damit kann ich leben. Das ist halt. Natürlich, ich würde mich immer freuen, wenn es mehr sind, aber ich kann ja niemanden dazu zwingen, meine Videos zu gucken und ich will auch, dass es Leute gucken, die es interessiert. Wenn jemand jetzt sagt, das und das Let's Play interessiert mich gar nicht, dann braucht er es auch nicht gucken. Das ist ja schon vollkommen richtig so. Aber ich finde, da ist das momentan eigentlich alles eine ganz schöne Entwicklung. So, und ich bin gespannt, was 2012 dazu bringt. Ich werde die Let's Plays da auf jeden Fall weitermachen. Auch wenn es vielleicht zeitweise mal ein bisschen knapp wird. Aber ich freue mich schon jetzt auf die großen Sommerferien. Weil bei mir als Student heißt große Sommerferien, dass ich da mehrere Monate frei habe. Und da kann man immer sehr schön aufnehmen und neue Projekte anfangen. Deswegen können wir jetzt wieder mal vom Rückblick zum Ausblick übergehen, denn es wird wohl so aussehen, was ich geplant habe, ist, dass ich auf jeden Fall die 4 Projekte, die ich jetzt habe, weitermache. Shogun 2 möchte ich die Kampagne der Yuzuki irgendwie zu einem Abschluss bringen, hoffentlich erfolgreich, indem ich Shogun werde. Und ich denke, ich werde danach auch noch weiter was für Shogun 2 machen. Bei Mount & Blade habe ich die Befürchtung, dass ich das ziemlich lange ziehen wird, bis ich es schaffe, König zu werden. Deswegen muss ich mal sehen, ob ich das etwa durchsetze. Wir arbeiten jetzt sehr kräftig daran, dass ich da näher komme, indem ich einfach Charakter level und dann irgendwann auf einen Punkt komme, auf dem ich da mal was machen kann. Aber das kann sich halt auch alles noch sehr, sehr lange ziehen. Von daher ist das auch wieder so ein Projekt, wo ich mal sehen muss, wie lange das laufen wird. Blood Bowl muss ich mal gucken, weil im Endeffekt gibt es bei Blood Bowl ja schon ein Ziel, nämlich den Blood Bowl, den höchsten Cup zu gewinnen, was sich aber auch recht lange dauert. Ob ich das so lange durchziehen werde, mal sehen. Und Draftortus wird halt wahrscheinlich noch ewig laufen. Und dann wird es zwar ab und zu mal wieder Pausen geben, aber das ist für 2012 schon so geplant, dass es als Projekt ja weiterlaufen wird. Und ich möchte halt ungefähr bis zur Mitte des Jahres dann mal die Projekte abgeschlossen bekommen. Dass ich dann, wenn große Ferien sind, ich mich halt hinstellen kann, auch was Neues anfangen kann. Denn, ja, ich bin eigentlich jemand, der gerne neue Projekte anfängt. Das ist das Schlimme daran. Deswegen war auch einer Gedanke hinter das Plauderstündchen, dass ich, wenn ich mal neue coole Spiele habe, die ich zeigen will, dann nicht jedes Mal überlege, mache ich da jetzt ein Let's Play zu, um das zu zeigen, sondern einfach mal kurz dazu was zeigen kann. Dafür finde ich das ganz angenehm. Aber es gibt halt auch noch einige Sachen, wo ich mir denke, das möchte ich eigentlich jetzt als Projekt mal anfangen. Und das ist dann für ja, Mitte des Jahres quasi geplant, dass ich davor habe, dann auf jeden Fall mal was Neues anzufangen und dann vor allem mir auch mal vornehmen muss, dass ich mir Projekte anfange, die man zu Ende bringen kann.
Denn ich habe ja recht häufig, dass ich anfange, Spiele zu spielen, die ich eigentlich ja kein festes Ziel haben. Das mag ich gerade in Strategiespielen und so etwas sehr gerne, wenn ich einfach drauf losspielen kann, so lange spielen kann, wenn ich Spaß habe. In Rollenspielen ist es anders, die haben ja meist eine feste Handlung, aber davon habe ich hier ja bisher noch nicht so viele gemacht. Vielleicht kommt dann auch mal was dazu, mal sehen. Ich bin jetzt auch... Also ich habe in meinen Videos bisher die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich eher jemand bin, der gerne Dinge erklärt, als jemand bin, der versucht, möglichst spannend die Handlung rüberzubringen. Denn die Handlung hier ist, wir werden König. Da gibt es wenig Texte, die ich schön vorlesen kann oder so etwas. Und Rollenspiel geht es ja nun mal immer darum, die Handlung rüberzubringen. Ich spannend mal sehen, ob ich da auch mal was mache oder ob ich dabei bleibe, wie es jetzt ist. Das werdet ihr dann sehen. Wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne schreiben, genauso wie wenn ihr Vorschläge habt für hier, zeigt doch mal das und das Spiel mal kurz. Ob ich dann dazu, zeitlich dazu komme, das möglichst bald zu machen, das weiß ich noch nicht, das muss ich dann immer mal sehen. Aber für so etwas bin ich auch immer gerne offen. Aber mein Plan für 2012 ist halt weitermachen, denn es läuft ja bisher gut, also gibt es keinen Grund damit aufzuhören. Und halt irgendwann nochmal neue Projekte anfangen und dafür natürlich alte zu Ende bringen. Weil das ist ja immer das, wenn ich da mal vom Rückblick, Ausblick, wie auch immer wegkomme, so ein bisschen zur allgemeineren Theorie, das ist ja oftmals das Let's Player-Problem, dass man sich vornimmt, ja, das Spiel ist cool, das Spiel ist cool, das Spiel ist cool, dazu mache ich jetzt was. Und dann kommen neue coole Spiele raus, dann bringt man irgendwas nicht zu Ende, weil es gerade irgendwelche Problemchen hat und man keine Lust hat und man fängt dann schon mal das nächste an. Bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dem das so geht, dass man da gerne viele Projekte am Laufen hat und dann hier was und da was und bla. Und nie alles von dem, was man macht, zu Ende bekommen kann. Und das ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Das ist vor allen Dingen für einen selbst ärgerlich und auch für die Zuschauer, weil ich... Also ich persönlich gucke Projekte am liebsten, wo ich weiß, dass das ist... relativ wie die Aussage. Fangen wir den Satz mal von vorne an. Ich habe ein paar Projekte, die gucke ich momentan, weil sie aktuell am Laufen sind. Und gucke mir dann auch jeden Tag gerne die Folgen zu an und finde das auch immer super, mir die reinzugucken. Und habe auch Projekte, wo ich teilweise täglich darauf warte, dass die neuen Folgen endlich kommen. Aber ich habe es auch gerne, wenn ich Let's Player neu entdecke, dass ich mich hinstelle und deren alten Playlists angucke und ein Projekt durchgucke. Und gerne auch entweder ja, am Stück oder ein paar Tage verteilt, aber dass ich auch das ganze Projekt gucke. Gerade wenn es in der Playlist zusammengefasst ist, geht das ja meistens sehr gut. Und dafür habe ich das dann natürlich dementsprechend auch gerne, wenn das Projekt in einem Stück guckbar ist. Will heißen, die Playlist muss vernünftig da sein, was bei den meisten Leuten, gerade im deutschsprachigen Raum, eigentlich immer der Fall ist, aber vor allen Dingen auch, das Projekt muss ja irgendwie ganz und abgeschlossen sein, weil es macht jetzt nicht so viel Spaß, ein Projekt zu gucken und dann hört es nach der Hälfte auf. Weswegen auch für mich der Punkt ist, dass ich irgendwann mal Projekte zum Abschluss bringen will. Für Draft Fortress, die erste Staffel, gab es jetzt ja mehr oder weniger den Abschluss in dem Weihnachtsvideo, im Weihnachtsspecial, wo ich dann ja erklärt habe, was da passiert ist, aber es ist halt kein schöner Abschluss. Und ich erhoffe mir mal, dass ich jetzt 2012 ein paar Projekte mit einem schönen Ende fertig bringen kann und dann andere Projekte anfangen kann, auch Projekte, in denen ich schon ein Ende einplanen kann. Weil, naja, ohne Ende ist das halt so ein bisschen doof. Es macht am Anfang, ich habe ja Terraria angefangen zu spielen, weil ich dachte, yeah, das macht Spaß, das ist cool, ich will das spielen. Und habe erst später gemerkt, dass es eigentlich ziemlich doof ist, dass Terraria eigentlich kein Ende hat. Habe dann irgendwann spontan entschieden, so, ich habe jetzt alles gezeigt, was es hier gibt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich selbst zum Ausprobieren lasse. Bin aber mit meinem Charakter mehr oder weniger zum Ende gekommen und mache dann hier jetzt mal ein Ende daraus. Aber es ist halt dann auch nicht der schöne Teil von, da macht es Sinn, ein Ende zu setzen. Und das sind halt auch Dinge, wo ich zum Beispiel für mich noch dran arbeiten muss, dass ich da so etwas in meinen Let's Plays lerne, es relativ aber schaffe einzubauen vernünftig und irgendwie ist der Typ einfach schneller als ich, das macht so keinen Spaß. Suchen wir weiter hier hinten, Banditen. Wie ihr merkt, das ist das, was ich eigentlich hätte offscreen machen wollen, einfach mal hinrennen und Piraten jagen, denn Seeräuber sind ja im Endeffekt Piraten, also einfach mal hier rumrennen und das geschissen bekommen, dass wir ein bisschen Level, wobei unser Charakteraufstieg immer noch ein guter, er ist jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, aber es dauert halt alles noch ein bisschen und ja, ich habe davor, das dann auch einfach mal hinzubekommen. So, jetzt wurde ich hier gerade auch noch unterbrochen, deswegen konnte ich meinen Satz gerade gar nicht so richtig zu Ende bringen. Ich hoffe, man hat trotzdem verstanden, was ich damit sagen wollte. Wenn ich es jetzt auch nicht so will. Während ich da jetzt so viel darüber gelabert habe, kann ich aber eigentlich schon mal wieder ein bisschen aufs Spiel eingehen. Damit ich nicht nur davon rede. Ich bin nämlich jetzt schon seit einiger Zeit am Überlegen,
mein Plan war ja, ich werde König. Und wir haben mittlerweile ja die Weltkarte von 6 auf 4 Fraktionen dezimiert. Und mit irgendeiner Fraktion davon werde ich zwangsweise Krieg anfangen müssen, wenn ich König werden will. Denn ich muss mir einfach eine Stadt holen. Ich schließe unsere eigenen Nords mal aus, weil da sind wir bisher ganz gut beliebt. Da möchte ich nicht anfangen, mit denen Stress zu haben. Könnte man zwar quasi machen, dass man das Nordreich zerschlägt und selbst als König übernimmt, indem man sich halt hinstellt, den König uns vor dem los sagt, einzelne Städte erobert und dafür sorgt, dass sich mehrere der Jarls uns anschließen. Wäre an sich auch eine ganz spannende Sache, ist glaube ich aber ziemlich schwer. Also etwas, womit ich gar nicht so gut klarkommen werde. Und wenn wir sonst uns mal die Fraktionsbeziehung angucken. Die Vaegis sind zwar immer noch ärgerlich auf uns, aber mit allem anderen verstehen wir uns gut. Auch wenn ich mich gerade frage, warum wir hier unten dieses Dorf einfach mal an die Saraniden verloren haben. Wie wir das hinbekommen haben. Aber das Problem ist, wenn wir uns die anderen Fraktionen angucken, die sind alle auch ganz schön groß. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Städte. 1, 2, 3, 4, die haben glaube ich ja doch 5 sogar. Und die Saraniden haben auch 6 Städte, sogar 7. Das heißt, also normalerweise mache ich es gerne, dass ich mir die Saraniden als Feind nehme, wenn die noch hier in ihrem Wüstlein drin sitzen, weil da kann man die Städte ganz gut erobern, Truppen nachrekrutieren und sich dann da breit machen. Aber momentan sieht es ja so aus, dass keine der Fraktionen wirklich schwach ist. Und nur bei einer schwachen Fraktion haben wir es einfach, uns damit ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, König zu werden und zu sagen, wir machen uns hier damit unabhängig und versuchen das dann zu festigen und auszubauen. Ich glaube, ich werde es hier leider nie schaffen, der alleinige König zu werden, der über alles regiert, weil das einfach etwas ist, was von der Masse her kaum schaffbar ist. Außer man hat da 3, 4, 5, 600 Stunden an der Kampagne gespielt, die ich jetzt nicht unbedingt noch hier reinstecken will, das zieht sich dann doch ein bisschen in die Länge. Das heißt, wenn ich durchdenke, wie viel Zeit ich dann dazu bringen müsste. Denn dafür muss man schon riesige Armeen befehligen können, einen komplett ausgebauten Charakter haben, also soweit, dass man hier die Attribute alle mindestens auf 30 hat, weil bis 30 kriegt man dafür Boni, beziehungsweise bis 30 braucht man sie, damit man, genau, auf 30 hat, damit man hier alles auf 10 haben kann irgendwann, denn das wird man auch brauchen. Fähigkeiten alle richtig hoch, also da kann man richtig, richtig viel Zeit reinstecken. Das wäre zwar natürlich interessant, aber ist etwas, was ich, glaube ich, für unrealistisch halte und wenn ich die mir daher nicht als Ziel setzen, aber ich will schon mal irgendwo uns ein bisschen unabhängig machen irgendwann. Natürlich könnte man jetzt auch zum Beispiel sagen, dass wir uns mit den Saraniden verstreiten und uns hier ein Stück der Burgen holen, weil da haben sie mal keinen Verteidigungsbereich. Die haben hier 2 Städte und dann liegen sie erstmal wieder dahin und wenn wir uns da die erste Stadt geholt haben, können wir uns die ganz gut verteidigen. Und die sind schon wieder alle so schnell, also das wäre was, was da durchaus auch denkbar ist.